und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich gerade nicht geschminkt, aber das werden wir gleich ändern. Und zwar will ich heute etwas ausprobieren, nämlich die Siri bestimmt mein Make-up Challenge. Und zwar funktioniert die so. Und zwar habe ich jetzt gerade alle Schminkprodukte nacheinander nummeriert, also quasi Foundation ist 1, Concealer 2, so wie ich es halt normal benutzen würde. Aber wir ändern jetzt die Reihenfolge ein bisschen. Und zwar werde ich Siri nach einer Zahl zwischen 1 und 8 fragen. Und die wird mir dann eine Zahl nennen und das werde ich dann als die Schicht nehmen. Wenn jetzt also Siri als erste Zahl die 8 sagt, muss ich den Lippenstift als Foundation nehmen. Und das wird nicht so schön aussehen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal sofort an. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Ich hoffe, das Licht ist übrigens okay. Es ist schon ein bisschen dunkel draußen, aber ich denke, das passt. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Ich frage jetzt mal Siri nach einer Zahl. Hier ist mein Handy. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Zufällige Zahl zwischen 1 und 8 ist 8. 8. Das heißt, mein Beispiel wurde wahr. Ich muss jetzt anstatt Foundation einen Lippenstift nehmen. Ja, super. Gut, dann werde ich jetzt mal... Wie soll ich das denn machen? Ah, okay, mein schöner Kylie-Lippenstift. Ich werde jetzt einfach... Oh Gott. Ja. Mal sehen, wie das klappt. Leute, was mache ich hier? Ah. Okay. Oh mein Gott. Ich sehe richtig... Oh Gott, das sieht richtig schlimm aus, als ob ich... So... Oh Gott, Leute, was ist das? Das sieht aus, als ob ich irgendeinen Ausschlag oder so habe. Oh mein Gott, meine arme Haut wird dadurch zerstört. Leute, was mache ich hier bloß? Warum aber auch genau Lippenstift als Foundation? Boah, der geht aber echt schwer zu verteilen, muss ich sagen. Den kann man echt nicht so gut verteilen. Okay, Leute, ich bin jetzt mit meiner Foundation fertig. Ich krieg mich besser verteilt. Gott, sieht das schlimm aus. Okay, hoffentlich ist Siri diesmal netter zu uns. Und wir machen jetzt weiter mit dem Concealer. Also, was werde ich jetzt wohl als Concealer benutzen müssen? Hey, Siri. Hey, Siri. Hey, Siri. Danke, Siri. Nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Zufällige Zahl zwischen 1 und 8 ist 3. Okay, ich muss jetzt quasi Puder als Concealer benutzen. Das ist ja nicht so schlimm. Dann nehme ich jetzt hier einen Pinsel und trage den quasi jetzt einfach... Das ist halt so ein weißes, mattes Puder. Und ich trage das jetzt quasi einfach unter meine Augen auf. Okay, es sieht nicht gut aus. Aber die Foundation ist echt... Wäre die Foundation gut gewesen, dann hätte man so was Witziges. Aber so, ey, Mann... Vor allem, wenn ich gleich aus diesem Zimmer hier komme, meine Mutter mich sieht, denkt die auch, was ich hier gemacht habe. So, mein Concealer ist drauf. Sieht auf jeden Fall echt gut aus, muss ich sagen. So, jetzt machen wir weiter mit dem Rouge. Also, was muss ich jetzt quasi als Rouge benutzen? Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Zufällige Zahl zwischen 1 und 8 ist 1. Okay, das heißt, ich muss jetzt meine Foundation als Rouge benutzen. Das ist auch eigentlich ganz witzig. Mache ich mal hier drauf. Bei meinem Schwamm, ich muss den danach wegschmeißen. Ich habe mir so gedacht, ja okay, ich nehme den Schwamm jetzt für das Video. Ja, okay. Ich mache das immer hier so. Wie sehe ich aus? Oh mein Gott, Leute. Was ist denn hier los? Ein bisschen verteilen als Rouge. Als Contouring und Rouge quasi. So, wunderschön. Ich sehe jetzt... Eigentlich sieht es sogar ein bisschen besser aus, weil ich jetzt nicht mehr so viel rot bin, aber okay, ich sehe trotzdem noch nicht. Egal. Kommen wir jetzt zum Highlighter. Mal sehen, was ich als Highlighter benutzen muss. Vielleicht kommt ja sogar der echte Highlighter raus. Mal sehen. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Zufällige Zahl zwischen 1 und 8 ist 7. Okay, das heißt, ich muss meine Wimperntusche jetzt ernsthaft als Highlighter benutzen. Was mache ich denn hier für ein Video? Oh mein Gott. Dann benutze ich jetzt mal meine Wimperntusche als Highlighter, Leute. Oh, wunderschön. Ach, pretty, pretty. Nein. Oh Gott, das sieht ja richtig schlimm aus. Ich mache jetzt aber auch so volles Programm, ne? Also man macht, ich highlighte zwar immer nur hier, aber man highlightet auch noch hier. Und hier. Und ich glaube sogar unter den Augenbrauen.
muss volles Programm, aber das müssen wir noch verblenden, Leute, natürlich. Ich freue mich gleich schon aufs Abschminken. Das könnt ihr gar nicht glauben, wie sehr ich mich gerade jetzt schon aufs Abschminken freue. So, ich werde jetzt mal hier den Highlighter verblenden. Mm, yes, mm-hmm, das sieht gut aus. Das sieht doch schön aus. Meine arme Haut, oh mein Gott, wenn die jetzt schlecht wird dadurch, dann heule ich. Boah, also ich sehe echt toll aus, muss ich sagen. Mann. So, machen wir mal weiter. Mal sehen, was ich jetzt als Lidschatten, jetzt ist nämlich Lidschatten dran, was ich da jetzt benutzen muss. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Die Antwort lautet 2. Okay, mein Concealer muss ich jetzt als Lidschatten benutzen. Na gut. So, nicht erschrecken, ich habe jetzt mal ein bisschen rangezoomt. So, ich werde jetzt hier den Concealer nehmen und es quasi wirklich so auftragen, wie ich halt Lidschatten jetzt auftragen würde. Also nichts damit verblenden oder so. Oh Gott. Wunderschön. Ach Mann, ey, was mache ich denn hier? So, mein Lidschatten ist fertig. Ich finde, das sieht auf jeden Fall mega gut aus, Leute. Wie sehe ich bitte aus? Also ich schwöre es euch, ich habe es mir nicht vorgestellt, dass ich so schlimm aussehen werde. Aber okay, machen wir mal weiter. Und zwar, was muss ich denn jetzt als Wimperntusche benutzen? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Das könnte nämlich kritisch werden. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Zufällige Zahl zwischen 1 und 8 ist 5. Okay, das heißt jetzt, ich muss mit meinem Highlighter meine Wimpern tuschen. Das könnte schwierig werden. Ich nehme jetzt hier einfach so einen kleinen Pinsel. Gehe den Highlighter rein und mache den jetzt auf die Wimpern. Geht das? Oh mein Gott. Was mache ich hier bloß? Ich schwör's euch, was mache ich hier? Also man sieht es ja ehrlich gesagt nicht so viel, aber okay, gut. Schlimmer hätte es eh nicht mehr werden können. So, kommen wir jetzt nun zum letzten Part, zu dem Lippenstift. Ich bin mal gespannt, was ich da jetzt benutzen muss. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich einfach nur verwirrt bin oder irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe jetzt nämlich noch den Rouge und den Lidschatten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob ich einfach durcheinander gekommen bin. Also mich wundert es halt gerade, dass zwei Produkte noch übrig sind. Aber ich würde sagen, dann entscheidet sich das jetzt einfach zwischen den beiden Produkten. Also mache ich jetzt einfach so, dass das Nummer 1 ist und das Nummer 2 ist. Also mal sehen, was jetzt bei rauskommt. Ich habe das irgendwie anders geplant. Aber na gut. Das ist 1. Okay. Dann werde ich jetzt die Lidschattenpalette nehmen. Aber da es viele Farben zur Auswahl gibt, werde ich jetzt auch nochmal Siri fragen, welche von den Farben ich benutzen soll. Ich mache das jetzt einfach so, dass quasi, das ist die Nummer 1, 2 und so weiter. Also das sind jetzt genau 4. Farben. Hey Siri, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 20. Die Antwort lautet 4. Okay, das heißt, ich werde diese Farbe nehmen. Schick. Die hat mich verschont, würde ich sagen. Die meint es gut mit mir. Genau, und werde die jetzt quasi einfach auf meine Lippen machen. Ach, so richtig komisch, aber okay. Oh, das sieht voll eklig aus. Oh mein Gott, Leute. Okay, ja, ich bin fertig mit meinem Make-up. Zeig ich jetzt nochmal mein Make-up, weil ich finde echt, das ist super gelungen und sieht echt voll natürlich aus. Also ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Ich habe das, okay, geil, Spaß beiseite. Leute, ich schwör's euch, ich sah noch nie so schrecklich aus. Aber egal, ich habe es für die Challenge gemacht. Es hat ja auch Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall sofort abwaschen gehen, weil ich echt Angst habe, dass meine Haut dadurch schlecht wird. Weil die gerade so einigermaßen gut ist. Und deswegen werde ich die jetzt gleich sofort abwaschen. Vorher will ich aber erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ein bisschen Spaß bereitet beim Zuschauen. Falls ihr noch mehr Ideen habt, was ich für Videos machen soll, schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich immer voll selten Ideen und bin immer dankbar für Ideen. Jetzt erstmal werden viele LA-Vlogs kommen, aber danach bin ich wieder in Berlin und werde dann wieder ein paar Videos machen, die ihr mir dann vielleicht vorschlagen könntet. Checkt gerne mal meine Social-Media-Kanäle aus und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss!